Selten hat eine politische Karriere so abrupt geendet wie die des ehemaligen baden-württembergischen SPD-Generalsekretärs und Bundestagsabgeordneten Jörg Tauß. Seit Dienstag steht er in Karlsruhe vor Gericht wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Auch heute, am zweiten Verhandlungstag, hat Tauß nochmals betont, sein Interesse an den Bildern und Filmen sei rein dienstlicher Natur gewesen. Er habe in der Szene bloß recherchieren wollen. Selbst wenn dem so ist, dann hat sich Tauß sehr ungeschickt angestellt, was ihn leider von der Kinderpornoszene selbst ziemlich unterscheidet. Denn die agiert zu großen Teilen sehr clever und skrupellos, wie Jörg Prillen zeigt. Sie wollen Sex mit Kindern und tauschen sich darüber ganz offen im Internet aus. Hier jammert ein gewisser Pädokrieger, er dürfe von Staats wegen seine Sexualität nicht ausleben, nicht einmal Filmchen zur Ersatzbefriedigung ansehen. Was ist das bloß für eine Welt? Die Sexualität macht im Prinzip jedem Kind Spaß. Dieter Gieseking hat das alles schon tausendfach öffentlich gesagt. Nur vor unserer Kamera will er es nicht wiederholen. Der bekennende Pädophile ist Stammgast vor Gericht. Mehrfach einschlägig vorbestraft und führender Propagandist der deutschen pädophilen Szene. Er begeht Straftaten auf seinen Internetseiten. Das fängt bei der Verleumdung an, hört bei der Verbreitung von Kinderpornografie auf. Ich meine, das spricht eigentlich für sich. Der Kinderschützer Michael Kappe verfolgt seit vielen Jahren die Aktivitäten der pädophilen Szene im Netz. Wir treffen ihn im Karlsruher Museum für Neue Kunst, das die Heimlichkeit im Umgang mit Kinderpornografie und Missbrauch zum Thema einer Ausstellung gemacht hat. Die Kinderpornografie ist ja nur die Dokumentation des Missbrauchs, der bereits stattgefunden hat. Ja, also es ist nicht so, dass es einfach nur harmlose Bilder sind und die ja keinem wehtun, sondern die dokumentieren ja nur das, was tatsächlich vorher passiert ist an Gewalttaten. Oft ist es der Nachbar oder der liebe Onkel, der sich ganz privat an Kindern vergeht und das gerne vor laufender Kamera. Auch so wird die ständig wachsende Pornonachfrage gedeckt. Kein Problem, finden die Pädophilen, solange die Täter keine Gewalt anwenden. Die Grenze kann man ja ganz klar da ziehen, wo der Junge sagt, nein, ich möchte das nicht. Oder das Mädchen sagt, nein, lass die Finger von mir. Gebetsmühlenartig fordert Gieseking, die Sexualität mit Minderjährigen zu legalisieren. Seine pädophilen Seite im Internet gilt als Zentralorgan der Szene. Der ehemalige Grenzschutzbeamte lebt von Hartz IV und hat sich seine Veranlagung zum Beruf gemacht. Was im passwortgeschützten Bereich seiner Seite geschieht, kann man nur vermuten. Zu 99,9% spielt sich das im privaten Rahmen ab, in geschlossenen Benutzergruppen im Internet, wo Kinder quasi dann auch auf Bestellung missbraucht werden. Ja? Das heißt, die treffen sich dort, die tauschen ihre Bilder aus. Wenn kein Material mehr da ist, weil jeder schon alles hat, dann wird eben Neues produziert, und zwar nach den Wünschen der Forumsteilnehmer. Nach Überzeugung aller Experten ist das Internet der Umschlagplatz für Kinderpornografie. Getauscht wird in privaten Foren oder über weltweit verzweigte Netzwerke. Das Material ist überwiegend kostenlos. Wen die Sammelwut gepackt hat, dessen Pornospeicher bringt es leicht auf mehrere Terabyte. Der frühere SPD-Abgeordnete Jörg Tauß muss sich vor Gericht verantworten, weil auf seinem Telefon rund 200 kleinformatige kinderpornografische Fotos und Videos gefunden wurden. Angeblich sollten sie rein beruflichem Interesse dienen, um neuartige Verbreitungswege über das Mobilfunknetz aufzuklären. Das ist relativ selten schon aus einem einfachen Grund, weil man anhand der Telefonnummer oder auch der Mobilfunknummer, egal ob es jetzt eine Prepaid-Karte ist oder nicht, doch relativ einfach identifizierbar ist. Und dieses Risiko gehen Profis nicht ein. Das mögen Anfänger sein, die vielleicht den einen oder anderen Fehler machen. Und während seine politische Zukunft damit wohl als beendet betrachtet werden darf, hätte es der pädophile Gieseking beinahe selbst vor den Bundestag gebracht, als Experte zum Thema Kinderpornografie. Die Einladung wurde in letzter Minute zurückgezogen. Hingefahren ist er natürlich trotzdem. Inzwischen ermittelt mal wieder die Staatsanwaltschaft wegen Verbreitens von Kinderpornografie. Ob es zur Anklage kommt, ist offen, denn Pädophile seines Schlages wollen zwar Sex mit Kindern, aber blöd sind sie nicht.